Wie stehen Sie als Pfarrer, als offensichtlich gläubiger Christ denn zu Homosexualität? Das ist ganz einfach zu beantworten. Für mich und für meinen Glauben ist jeder einzelne Mensch ein genialer Gedanke Gottes. Seid ihr eigentlich gläubig? Weil wir sind heute in Bad Säcking eingeladen vom Pfarrer Armin Strenze, der hier die altkatholische Kirche betreut, die hier am wunderschönen Auffriedhof gelegen ist. Und mit Armin Strenze sprechen wir unter anderem darüber, was er an seinem Job, dem Pfarrersein, so liebt und vor allem auch, ob Kirche noch zeitgemäß ist, ob Kirche mit einer Einstellung gegen Homosexualität noch zeitgemäß ist und wie Jugendliche in der Kirche vielleicht besser angesprochen werden könnten oder warum viele Jugendliche Kirche gar nicht mehr als ihr Ding sehen, als zeitgemäß betrachten. Bleibt unbedingt dran, schreibt uns in die Kommentare, wie gläubig seid ihr, habt ihr überhaupt irgendwas mit dem Christentum zu tun und vor allem, was denkt ihr über Herrn Strenzel und unser Interview. Wir freuen uns sehr auf euer Feedback. Gebt den Daumen hoch, lasst uns ein Abo da und kommentiert. Herr Strenzel, vielen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben, uns das Interview hier zu geben. Jetzt sind Sie ja Pfarrer in einer altkatholischen Gemeinde hier in Bad Säckingen. Erzählen Sie uns doch mal ganz kurz erstmal, was altkatholisch bedeutet, was der Unterschied zum normalen Katholizismus ist. Und erzählen Sie uns doch einfach was über Ihren Berufsalltag. Neulich hat mir ernsthaft jemand die Frage gestellt, ob altkatholisch so eine Art Best-of aus römisch-katholisch und evangelisch ist. Ich habe dann gesagt, nee, so ganz direkt kann man es nicht sagen. Bei uns gibt es ja auch nicht nur Best-of. Bei uns gibt es sicherlich auch kritisch zu betrachtende Punkte. Nichtsdestotrotz ist unsere Kirche eine katholische Kirche. Das heißt, wir feiern die Liturgie, die Eucharistie, die Messe. Im Prinzip so, wie es die römisch-katholische Kirche auch tut. Ebenso haben wir die sieben Sakramente wie die römisch-katholische Kirche. Sind aber von unseren Strukturen her, sagen wir mal, eher evangelisch. Ja, in der Politik wird man es vielleicht basisdemokratisch nennen. Also unsere Gemeinden sind in dem Sinne eigenständig, als dass sie die Oberhoheit haben über ihre Finanzen. Unsere Gemeinden wählen den Pfarrer, die Pfarrerin selber. Unsere Gemeinden entscheiden über wesentliche Fragen innerhalb der Gemeinde selber im Rahmen von Gemeindeversammlungen. Ist es dann eine Form von Katholizismus, der vielleicht auch eher Jugendliche anzieht, weil er halt in manchen Sachen doch progressiver ist, gerade weil sie Frauen als Pfarrerinnen annehmen und so weiter und so fort? Ist es dann eher etwas, was Jugendliche anspricht? Das ist schwer zu sagen, aber ich würde sagen, aus meiner Erfahrung raus sprechen wir auch nicht übertrieben mehr Jugendliche an als die römische Kirche oder die evangelische. Also Glaube, Kirche ist bei der Jugend, das wissen Sie ja vielleicht auch selber und aus Ihrer Erfahrung, jetzt nicht so das Top-Thema. Natürlich gibt es Jugendliche in der Gemeinde und wir feiern auch Erstkommunion, Firmung. Das ist ja eine Art von Kinder- und Jugendarbeit, sage ich mal, pastoral. Aber wir haben deswegen nicht übertrieben mehr Jugendliche als andere Kirchen. Wenn ich jetzt mir andere Jugendliche anschaue. Ich meine, wir sind jetzt beide 19, also das ist ja, wenn ich mir unsere Generation so ein bisschen anschaue, gibt es viele, bei denen man so das Gefühl hat, die können mit dem Wort Glaube und Religiosität nichts anfangen. Wenn wir zum Beispiel in den Islam schauen, gibt es ja noch sehr, sehr viele Jugendliche, die gläubig sind, die auch zum Teil sehr strenggläubig sind. Wie können Sie sich denn erklären, dass das im Christentum, zumindest hier in Deutschland, nicht mehr so der Fall ist? Also ich würde sagen, es gibt durchaus viele Menschen und auch viele Jugendliche, die indirekt durchaus Interesse an Glaube und Religion haben, nur das Ganze wahrscheinlich nicht so nennen würden. Ich glaube, so gut wie jeder Mensch hat doch die gleichen Grundfragen. Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Was geschieht nach dem Tod? Und allein diese Themen sind ja letztlich zumindest auch religiöse Themen, auch wenn man es vielleicht draußen gar nicht so benennen würde, wenn man selber anfängt, darüber nachzudenken. Also von daher glaube ich, dass es viele gibt, die durchaus religiöse Themen haben, sich mit religiösen Themen beschäftigen. Ich denke auch sowas wie, wir sagen Bewahrung der Schöpfung, andere sagen Umweltschutz ist letztlich auch ein religiöses Thema. Wie sieht denn dann Ihr Berufsalltag als Pfarrer aus und ist der dann anders als der einer evangelischen oder einer katholischen Kirche? Ja. Ich würde sagen, er ist nicht groß anders wie jetzt der Alltag eines römisch-katholischen oder evangelischen Pfarrers. Bei mir ist jeder Tag anders.
Es gibt ein paar Eckpunkte, die gesetzt sind. Klar, der sonntägliche Gottesdienst ist gesetzt, die Gottesdienste unter der Woche sind gesetzt. Bei mir persönlich ist der Freitagvormittag auch gesetzt, denn das ist bei mir die Zeit, wo ich meine Predigt mache für den Sonntag und den Gottesdienst vorbereite. Der Religionsunterricht ist gesetzt, aber alles darüber hinaus, da ist kein Tag wie der andere. Es braucht nur ein Telefonat kommen, eine Mail und schon sieht alles anders aus. Ich führe Seelsorgegespräche, Trauergespräche, Hochzeitsgespräche, Taufgespräche und so weiter. Wir haben uns vorhin noch einfach spontan darüber unterhalten, weil ich Aaron erzählt habe, dass ich vor meiner Kommunion beichten musste. Ist Beichten noch eine Sache, die man heutzutage als Pfarrer also nehmen Sie noch Beichten an? Ist das der korrekte Ausdruck? Also wir kennen in der altkatholischen Kirche durchaus die Beichte, sie wird aber bei uns faktisch so gut wie nie praktiziert. Also ich bin jetzt 8 Jahre hier in Säckingen, ich hatte in diesen 8 Jahren genau eine Beichte. Wie haben Sie selber zu Ihrem Glauben gefunden? Waren Sie schon immer gläubig oder kam das vielleicht erst später? Ich selber bin, wenn man so will, mit Glauben in Kirche aufgewachsen, groß geworden. Ich bin nach meiner Erstkommunion Ministrant geworden, habe da eine sehr schöne Jugendgruppe erlebt, regelmäßige Jugendgruppenstunden, war dann Oberministrant, habe selber Gruppen geleitet und habe mir dann irgendwann mal die Frage gestellt, könntest du nicht sowas oder sowas Ähnliches zum Beruf machen? Und dann habe ich eben angefangen, Theologie zu studieren und sitze eben heute jetzt als Pfarrer hier. Das heißt, Glaube ist für mich was, mit dem ich im Prinzip von der Pike auf aufgewachsen bin. Ich bin mit 3, 4 Jahren mit meinen Eltern schon regelmäßig, meistens Samstagabend zum Gottesdienst und so bin ich da einfach hineingewachsen. Was würden Sie denn sagen, inwiefern ist Kirche noch zeitgemäß? Sie sind jetzt natürlich in einer altkatholischen Kirche, in der sowas wie das Zölibat kein Thema ist, aber wenn wir uns andere Kirchen anschauen, wie es gibt viele Freikirchen oder auch gerade die katholische Kirche gilt ja doch immer noch ein bisschen als konservativer, das ist ein gutes Wort, als konservativer als jetzt die evangelische. Inwiefern ist Kirche für Sie noch zeitgemäß, wenn wir auf Geschichten wie eben das Zölibat schauen, wenn wir schauen, dass es noch viele, viele strenggläubige Christen gibt, die zum Beispiel Homosexualität total schlimm finden und sagen, das ist nicht das, was Gott will. Was will für Sie Gott? Was auf jeden Fall zeitgemäß ist aus meiner Sicht, ist das Evangelium, die frohe Botschaft, das, was Jesus getan, was er uns vorgelebt hat, seine Worte, seine Taten, die sind, finde ich, schon sehr, sehr zeitgemäß. Kirche schafft es vielleicht nicht immer, dieses Evangelium, sagen wir mal, glaubwürdig nach außen zu tragen, den Menschen dieses Evangelium anzubieten, zu sagen, hey Leute, da gab es mal einen vor 2000 Jahren, der hat richtig gute Sachen gemacht, der hat richtig gute Dinge gesagt, auch total aktuelle Dinge, ja. Wollt ihr mal hören, was der so gesagt hat? Und ich erzähle euch mal was, kommen und dann unterhalten wir uns drüber, weil was könnte das denn für uns heißen? Also so in die Richtung. Von daher glaube ich schon, dass das Evangelium, die frohe Botschaft Jesu, durchaus noch zeitgemäß ist, dass es Kirche im Sinne von Institution, Kirche als Ort, an dem man Gottesdienste feiert, an der Stelle nicht unbedingt immer schafft, die Botschaft so rüberzubringen, dass mehr als die sonntags kommen, sagen, hey, so schlecht ist es ja gar nicht. Was würden Sie denn sagen, ich frage Sie jetzt einfach mal ganz direkt, wie stehen Sie als Pfarrer, als offensichtlich gläubiger Christ denn zu Homosexualität und zu Transgender und solchen Themen, die sicherlich vor 2000 Jahren, ja, vor 100 Jahren noch nicht wirklich ein öffentliches Thema waren, sondern wenn dann nur für viele Personen nur ein sehr persönliches Thema? Das ist ganz einfach zu beantworten. Für mich und für meinen Glauben ist jeder einzelne Mensch ein genialer Gedanke Gottes. Und deswegen ist jeder einzelne Mensch so gut, wie er oder sie ist. Punkt. Ja, kurz und prägnant, ja.
Was Sie ja angesprochen haben, ist, dass viele, ob sie jetzt gläubig sind oder nicht, sich so Grundfragen stellen wie was ist der Sinn des Lebens, was mache ich hier, und vor allem auch so Geschichten, die man halt überhaupt gar nicht einschätzen kann als jemand, der lebt, nämlich den Tod zum Beispiel. Da ist natürlich Glaube etwas, was sicherlich vielen Gläubigen einen enormen Halt geben kann. Wie stehen Sie zum Tod und haben Sie Angst vorm Tod und vorm Sterben, oder sind Sterben und Tod für Sie ganz unterschiedliche Begriffe? Boah, das ist auch eine schwierige Frage, da muss ich jetzt gerade mal kurz nachdenken. Das sind schon Essentials, die da kommen hier. Für meinen Glauben ist der Tod nicht das Ende. Wie es nach dem Tod weitergeht, habe ich offen gestanden, aber auch keine Ahnung. Ja, wir haben Bilder dafür, ins Paradies oder wir gehen heim zu Gott oder wir gehen ins Haus Gottes oder wir dürfen fallen in Gottes Hände hinein. Das sind ja alles so Bilder. Aber wie es dann letztlich nach dem Tod sein wird, habe ich keine Ahnung. Ich glaube nur, dass es mit dem Tod nicht zu Ende ist. Ich habe jetzt auch vom Sterben und dem Tod in dem Sinne keine Angst, aber das sage ich jetzt als gesunder Mensch. Ich weiß nicht, wie mir es geht, wenn ich auf meinem Sterbebett liege, das will ich auch ehrlich sagen. Wenn Sie mich aktuell fragen, sage ich habe keine Angst, aber wer weiß, was noch kommt. Pfarrer Strenzel sagt, er selbst habe keine Angst vorm Tod. Er weiß aber auch nicht, das sagt er ganz klar, ob das nur daran liegt, dass er jetzt quicklebendig ist oder er vielleicht anders denken würde, wenn er todkrank wäre, oder ob das wirklich an seinem festen Glauben liegt. Wie denkt ihr, liebe Zuschauer? Habt ihr Angst vorm Tod? Ist das für euch vielleicht sogar ein Thema, was ihr einfach komplett zur Seite schiebt, weil es euch nur frustriert? Oder könnt ihr darüber nachdenken, ohne irgendwie großartig Angst zu haben? Schreibt gerne in die Kommentare, wir freuen uns. Der Stellenwert des Glaubens wird in Ihrem Leben natürlich, denke ich, eine sehr zentrale Rolle spielen, ob Sie jetzt wollen oder nicht. Aber wie wichtig ist für Sie persönlich, auch emotional vielleicht, der Glaube? Und was würden Sie jetzt aus religiöser Sicht auch einfach jedem, sei der jetzt religiös oder auch nicht, so ein bisschen mit auf den Weg geben, was würde sich da in Ihren Augen einigen, wenn Sie jetzt so eine Botschaft an die Welt richten können, die, von der Sie glauben, dass sie sehr, sehr sinnvoll ist? Also klar, für mich spielt natürlich der Glaube eine wichtige Rolle und auch das Evangelium eine wichtige Rolle. Ich versuche halt in meinem Alltag das zu leben, was ich meine, vom Evangelium verstanden zu haben, um das mal ganz vorsichtig zu sagen. Und ich habe lange nicht alles verstanden. Und manchmal gelingt es besser, manchmal gelingt es weniger gut. Als Botschaft würde ich gerne mitgeben, auch wenn es ein bisschen fromm klingt, ich versuche es dann zu erklären, das, was am kommenden Sonntag im Evangelium verkündet wird, da wird Jesus gefragt, welches ist denn das wichtigste Gebot im Gesetz? Und dann sagt er, liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ich würde gerne mitgeben, erstmal, Leute, seid gut zu euch selber. Nehmt euch so an, wie ihr seid, mit euren guten Seiten, mit euren weniger guten Seiten, aber seid erstmal gut zu euch, ihr seid gut so, wie ihr seid. Und dann würde ich sagen, und erst durch das, dass ihr so seid, wie ihr seid, lasst auch den anderen einfach in seinem Anderssein so leben, wie er ist. Der hat auch seine Ecken und Kanten, der hat auch seine guten Seiten. Ja, und wenn ihr das tut, auch wenn ihr es vielleicht gar nicht so nennt oder auch gar nicht so im Blick habt, aber wenn ihr das tut, dann liebt ihr gleichzeitig auch Gott. Und das steckt für mich in diesem Satz, liebe Gott, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ich glaube, wenn wir Menschen anfangen würden, so zu handeln oder immer mehr so zu handeln, dass man erstmal sagt, ich bin okay, du bist okay und es ist in Ordnung und wir begegnen uns auf Augenhöhe, dann wird es schon deutlich besser auf dieser Welt. Sehr, sehr interessante Schlussworte, finde ich. Ich glaube, sehr inspirierende Schlussworte. Das sollten sie ja auch so ein bisschen sein. Herr Strenzel, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns zu sprechen. Und mir hat's sehr, sehr gut gefallen. Und ich hoffe, euch lieben, liebe ZuschauerInnen hat's auch gefallen.
ja, ich verabschiede mich hier zusammen mit Sophia und Armin Strenzel aus der altkatholischen Kirche in Bad Säckingen und würde mich natürlich freuen, wenn ihr kommentieren würdet, wenn ihr uns erzählen würdet, was ihr über das Interview denkt, was ihr vielleicht über einzelne Passagen denkt, und lasst uns unbedingt ein Abo da und einen Daumen nach oben. Die Daumen nach unten könnt ihr euch sparen, das ist alles Quatsch. Nur die Daumen nach oben und dann ist das perfekt. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag. Tschüss.